Guten Morgen, Kalimera aus Fira. Heute starten wir unsere Wanderung nach Iya. Es sind um die 7 Kilometer und soll 2 Stunden dauern. Und der Weg soll hauptsächlich hier an den Klippen entlang führen. Und es ist jetzt schon ein absoluter Traum. Sehr, sehr atemberaubende Ausblicke und wir freuen uns schon. Also, folgt uns! Die Seilbahn in Fira verbindet die Stadt mit dem Hafen. Wir sind jetzt hier in Fira und auf beiden Seiten sieht man das Meer. Einmal hier hinten. Und jetzt sieht man hier auch wundervoll das Meer und die Klippen. In den Orten auf der Caldera-Seite ist es oft so, dass man bei den Hotels direkt auf den Pool oder den Leuten direkt auf die private Terrasse schauen kann. Wenn ihr das nicht mögt, informiert euch gut, bevor ihr eure Unterkunft bucht. Wir sind jetzt in Imero Vigli. Wir sind seit 1,5 Stunden unterwegs und wir haben noch ein ganz schönes Stück vor uns. Bis da vorne. Imero Vigli liegt zwischen Fira und Iya und ist ein sehr ruhiger Ort. Also wenn man hier ein Hotel hat, das ist nicht so überlaufen wie in Fira oder Iya. Und es gefällt uns ganz gut. Also wie ihr seht, laufen hier auch gerade gar keine Menschen entlang. Von der Kapelle Heiliger Markus hat man einen wunderbaren Ausblick. Hinten sieht man Imero Vigli und links und rechts das Meer. Die Strecke nach Imero Vigli finden wir landschaftlich am reizvollsten. Zwischen der kargen Vulkanlandschaft gibt es immer wieder vereinzelt Hotels. Thank you.
Imero Vigli. Und jetzt geht's hier weiter. Ich weiß schon jetzt, wer sich heute ein dickes Eis verdient hat. Ich kenne da jemanden, der heute nicht mehr in ihr ankommen will, sondern lieber hier irgendwo anders einen Berg raufkraxelt. Wir sind jetzt hier auf dem wahrscheinlich höchsten Punkt von Santorini. Ich werde das nochmal googeln und euch Bescheid sagen, wie das hier heißt. Also Ia liegt uns schon quasi zu Füßen. Und naja, ich schätze und ich hoffe vor allem, dass wir so in einem halben Stündchen oder so da sein werden. Mal schauen. Aber egal, wie anstrengend das hier war durch die Hitze. Also es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Auf jeden Fall machen. Die Landschaft und die tollen Farben erinnern uns ab und zu ein bisschen an Teneriffa. Jetzt 17.21 Uhr losgelaufen, sind wir um 11:45. Wir waren jetzt also gut 5 Stunden unterwegs. Wir haben aber auch noch eine Rast eingelegt, waren in einem Restaurant und haben auch zwischendurch sehr viele Stops gemacht für Fotos und Videos. Und ja, hinter mir ist jetzt endlich Ia. Ich bin mal gespannt. Google Maps sagt, dass es bis zum Hafen nur 30 Minuten Fußweg sind, wo wir etwas essen wollen. Ja, da schauen wir jetzt mal, ob Google Maps recht hat. Auf geht's. Was wir uns im nächsten Jahr anschauen können.
Mal schauen, wie lange der Bus jetzt fährt. Es hat auf jeden Fall 1,60 Euro pro Person gekostet.